Bielefeld im November 2012. Es ist fies, urselig und kalt. Doch in Bielefeld-Bethel findet sich eine Gruppe Menschen zusammen. Es ist Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen und aus allen Teilen des Landes sind wieder die Delegierten zusammengekommen, um wichtige Entscheidungen für unsere Kirche zu treffen. Die Landessynode ist das höchste beschlussfassende Gremium der evangelischen Kirche und so ist es wichtig mitzubekommen, was dort passiert, auch für die Jugend. Um hier die Belange der evangelischen Jugend zu vertreten, ist der Landesjugendpfarrer da. Doch der Landesjugendpfarrer ist nicht der Einzige, der sich hier aktiv für die Jugendarbeit einsetzt. Hinten in der letzten Reihe des Saals finde ich die Delegierten der Jugendarbeit, mit Abstand die jüngsten Teilnehmer der Synode. Theologen, Nicht-Theologen, wenn Sie diesen Paragraphen. Es ist Mittagspause und ab geht es für die Delegierten zum Mittagessen. Die Jugenddelegierten haben eine besondere Verabredung. Mittagessen mit der Präses Annette Kurschus. Ja, aber schon fertig. Das ist schon eine besondere Ehre, denn die Präses ist eine gefragte Frau und Zeit ist immer knapp. Dennoch unterhält sie sich mit unseren Abgesandten, stellt Fragen und beantwortet sie. Nach einer so hochrangigen Gesprächspartnerin freue ich mich, dass sich unsere Delegierten auch noch Zeit nehmen, mir ein paar Dinge zu erzählen. Ja, ich bin zum ersten Mal auf der Landessynode hier in Bielefeld und war ganz neugierig, was mich hier so erwartet. Und insgesamt kann man feststellen, dass es eine recht ruhige Synode ist, weil ganz viele neue Gesichter hier sind, die jetzt auch zum ersten Mal dabei sind, wie wir auch. Deshalb gab es auch den Abend der Begegnung am Dienstag, wo wir in mehreren Bussen nach Bielefeld in den Ringlokschuppen gefahren sind und da sehr leckeres Essen bekommen haben, ein bisschen Kirchenkabarett gezeigt wurde, Musik und wir einfach viele Möglichkeiten hatten, uns auszutauschen, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und auch in den anderen Abenden ist es schön, andere Synodale kennenzulernen und man kann einfach nochmal viele neue Kontakte hier auf der Synode knüpfen. Ja, ich habe den Finanzausschuss besucht. Ich fand es einen sehr spannenden Ausschuss, weil ich versuchen musste, mich als Nicht-Experte mit Experten auseinanderzusetzen, die ja, in dieser Thematik sehr drin sind. Also ich fand es aber spannend, dass an so vielen Stellen das Geld verteilt werden musste. Es ging um viel Geld, jeder wollte was haben, jeder wollte glücklich werden. Dass manche mehr und manche weniger haben wollen, ist klar. Ich fall auf, ich habe eine Kluft an, ich bin einer der wenigen, die so besonders dadurch auffallen. Ich werde deswegen oft angesprochen, warum ich hier bin, was ich hier mache. Viele Leute sagen aber auch, dass sie früher schon Pfadfinder waren. Das ist super spannend, wenn man dann über die alten Pfadfindergeschichten spricht. Ja, und ich versuche uns hier zu repräsentieren und zu zeigen, dass wir da sind, dass wir Jugendarbeit machen. Ich habe den Berichtsausschuss besucht. Das ist der Ausschuss, wo die inhaltliche Arbeit zum größten Teil stattfindet, wo all das aufgegriffen wird, was so im Präsesbericht vorkommt und was verschiedene Themen angeht. Ich selbst habe zum Thema Landgrabbing und Ernährungskrise gearbeitet. Das war hochspannend und das zeigt sich auch immer wieder, was für kirchliche Stellen da alle so für Arbeit auch außerhalb der Synode leisten, auf die man dann zurückgreifen kann, um zum Beispiel politische Signale nach außen zu schicken. Es ist auch vor allen Dingen deshalb spannend, weil man nochmal näher was von den Synodalen mitbekommt und von den verschiedenen Leuten, die hier so auftauchen. Ansonsten sitzen wir in der letzten Reihe und sind eher etwas weiter weg vom Geschehen. Ist noch ganz interessant im Vergleich zu den anderen Synoden, die ich vorher erlebt habe, also in den letzten 4 Jahren, erscheint mir diese Synode deutlich ruhiger. Es gibt offenbar weniger Diskussionsbedarf. Das wird sich jetzt aber auch nochmal im Laufe des Tages zeigen. Ich glaube, viel diskutiert wurde über das Pfarrdienstgesetz, anhand dessen auch über alle möglichen Berufsgruppen und ihr Zusammenleben in Kirche. Und die Präses macht das ja auch zum ersten Mal. Es ist nochmal ganz interessant, auch mitzubekommen, wie so andere Personen nochmal auch was anderes in diese Synode einbringen und in ihren Leitungsstil. Das finde ich spannend mitzuerleben.
das war jetzt auch meine erste Synode und wie es auch schon in anderen Beiträgen erwähnt wurde, war sie sehr ruhig, ist dadurch hinter meinen Erwartungen geblieben. Ich denke, dass es jetzt nochmal spannend wird, wenn die Kirchenleitung heute Nachmittag gewählt wird. Wir hatten die Ehre, mit der Präses zusammen Mittag zu essen und neben dem, dass es ein sehr nettes und persönliches Gespräch auch war, konnten wir auch nochmal betonen und mit ihr in Dialog treten, dass wir mehr erscheinen wollen auf der Synode und dass natürlich die Jugendarbeit bzw. die ehrenamtliche Arbeit gefördert werden muss und sollte. Wir wissen natürlich nicht, was davon jetzt realisiert werden kann, aber wir hoffen natürlich das Beste. Die Mittagspause ist vorbei und schon geht es weiter im Geschäft der Landessynode. Gut zu wissen, dass Sie dabei sind. Die sachkundigen Gäste der Jugend. Und wenn es doch wieder erwartend mal zu langweilig werden sollte, die Jugend weiß sich ja zu helfen. Der 5 Kilometer Landesleiter, dann wird